Geistige Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo, Männer. Ich habe heute mal eine Schaltung von meinen alten Videos. Hat ein Kollege von mir die Schaltung nachgebaut und sagt, er hat hier Probleme, sag ich mal, oder funktioniert irgendwas nicht. Und das Erste, was mir da aufgefallen ist, ist, dass der Kondensator hier, da hat einen kleinen Hut. Ja, so sieht man es ganz gut. Ja, des Weiteren habe ich, habe den Schaltplan, nachdem er es gemacht hat, habe ich auf dem Handy. Und hier sind 4 Zehnerdioden verbaut, also die Glasdioden, sage ich jetzt mal, die, ja, orange, ist das orange? Ja, orange Glasdioden. Und habe ich gleich gesagt, Mensch, warte mal, das waren doch, glaube ich, normale Dioden in dem Schaltplan. Hier ist der Schaltplan, ich habe mir den gleich mal abfotografiert, damit ich, ja, eventuell ist ja da ein Fehler drin oder so beim Abzeichen oder so. Ich bin jetzt schon mal grob durchgegangen. Ich habe jetzt auch keinen Fehler im Schaltplan gefunden. Ich werde es auf jeden Fall mal den Kondensator wechseln, weil der ist auf jeden Fall hinüber. Und dann gucken wir uns mal an, was die Schaltung jetzt überhaupt macht. Ob sie irgendwas macht. Wie gesagt, ich vermute mal, dass der, also als Schutzdiode, BEC-EMF-Vernichtungsdiode über dem Relais ist ja eine 10er-Diode. Und eventuell führt das dann allgemein zu Problemen. Ne? Der Kollege hat mir gleich, ich habe es gleich gesagt, hat mir gleich 2 Dioden mitgegeben. In der Zeichnung sind auch 2 normale Dioden drin und ich dachte, ich hatte das so gemacht. Ich habe dann selber meinen Unterlagen nochmal geguckt und habe leider den Schaltplan nicht gefunden. Ich habe so einen ähnlichen gefunden, da ist es aber mit NPNN. Hier ist es mit NPN und PNP gemacht. Das war, glaube ich, die letzte Version von meinem Regler oder so. Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ja, wechseln wir zuerst mal den Kondensator hier. So, Kondi ist raus. Der sieht echt übel aus. Also den können wir gleich wegschmeißen. Warte mal, was hat er denn da reingemacht? 50 Volt, 47 Mikrofarad. Okay, das ist sehr wenig auf jeden Fall. Das können wir uns jetzt zum Testen auch erstmal schenken. Ich löte jetzt einfach den Plus hier hüben mit ran, wo ich ihn abgemacht habe. Also da war noch eine Brücke mit drin. So, jetzt gucken wir mal. Ich gebe jetzt einfach mal 12 Volt auf den Akku drauf. Auf den Akku drauf, sage ich. Geben wir jetzt mal 12 Volt auf die Schaltung. Wobei, mich wundert das ein bisschen, dass hier der Kondi ist. Und hier ist jetzt Batterie Plus. Und, ach so, da war der Kondi hier zum Stabilisieren. Da kann es sein, dass ich den Kondi doch reinlöten muss. Naja, ich probiere es erstmal ohne. Und zwar haben wir hier Batterie. Steht aber jetzt nur Batterie. Ist das jetzt Batterie Plus oder Minus? Das ist Batterie Plus. Okay, nee, dann muss ich hier eine Batterie tatsächlich nehmen. Oder probieren wir die Schaltung jetzt überhaupt erstmal? Probieren sie überhaupt erstmal. Also Batterie Plus ist hier. Dann müsste. Nee, Quatsch. So, Männer, ich habe jetzt mal einen kleinen Schaltplan mir abgezeichnet. Ja, und ich muss an der Stelle sagen, ich hatte ja gedacht, dass nur die 2 Dioden zu wechseln wären. Aber hier sind noch ein paar mehr Sachen, sag ich mal. Also, ich bezweifle, dass das Ding so laufen wird. Hat er ja auch gesagt, es läuft ja auch nicht, ne? Es lief wohl mal, aber läuft jetzt nicht mehr. Das Problem ist halt, ja, als Beispiel mal, in dem Plan ist hier der NPN und hier unten der PNP. Das ist auch hier auf dem Board so. Im Schaltplan allerdings sind die 2 vertauscht. Also das wäre schon mal das Erste, dass die 2 vertauscht sind. Und dann sind auch die Potty-Ansteuerungen. Das ist irgendwie ganz komisch. Also das ist irgendwie ein Spannungsteiler über den Eingang.
Also über die zwei Widerstände, über vom Plus, geht hier über die Basis die Ansteuerung und dann wahrscheinlich auf Minus, dass der einen Kollektor durchschaltet. Oder ein Emitter, andersrum, das ist glaube ich der PNP. Und dann schaltet der auf das Potty und schaltet damit die 10er-Dioden Dings auf Plus-Eingang und den Widerstand auf Minus kurz. Und das Potty wird hier angesteuert mit und geht dann auf den Widerstand über den Transistor, Kollektor-Emitter wieder Kurzschluss auf Eingang. Und der die Basis von dem wird einfach über Plus gegen Plus gesteuert. Also der Emitter müsste ja auf Minus vom BC547, ne? Beziehungsweise ist der jetzt in Reihe geschalten, aber da müsste trotzdem hier Minus anliegen. Also das haut auf jeden Fall nicht hin. Alleine bei dem Transistor haben wir einfach so eine Vorspannung. Das Potty hat ja so gesehen gar keine Wirkung, ne? Also keine Ahnung, funktioniert nicht so richtig. Ja, soll jetzt hier an der Stelle kein Geheule oder so sein. Ich will jetzt hier keinen aufrufen, dass er mir meine nachgebauten Schaltungen zuschickt. Das ist, wie gesagt, von einem Kollege. Das ist theoretisch, ja, sind wir ehrlich, ich bin ehrlich zu euch, ist total schaden, kann man sagen. Ne? Hier sind zu viele Fehler drin, dass ich jetzt sage, ich wechsle hier zwei Dioden oder ein Bauteil und dann geht das wieder oder zwei Kontakte. Hier ist wirklich, müsste ich jetzt einiges ändern. Wie gesagt, soll kein Aufruf sein, hier mal irgendwas zu schicken oder so. Macht das bitte selber. Ihr müsst das selber machen und selber lernen. Ne? Das bringt nichts, wenn ich das euch repariere. Ich mache das jetzt für den Kollegen, weil den sein Labornetz sei ist auch noch kaputt gegangen. Und er kann eben auch die Potties nicht abstimmen und so. Also würde ich es ihm jetzt so wiedergeben und sagen, hey, bringt nichts, du musst das alles umbauen. Kann er jetzt eben nicht machen. Das ist ein Kollege von mir. Deswegen machen wir eine kleine Ausnahme. Und ich versuche das Ding wieder hinzumurksen. Ne? Warum ich das jetzt sage, ist, ihr kennt ja bestimmt die ein oder andere NBN-Lieferung vom Falco, liebe Grüße an der Stelle, der ist so gerade hier mit dabei. Und ich habe viele, viele Sachen vom Falco, vom Werkstoffhof, die ja repariert werden müssen oder nicht. Früher habt ihr ja immer den Hangouts gesehen, das läuft jetzt auch immer noch. Ne? Gestern habe ich wieder 3-4 Sachen zerlegt. Eine Sache konnte man wieder reparieren. Solche Dingsradios. Wie hieß das? DAB, glaube ich. Mit FM und so. Und ja, da habe ich genug zu tun. Und mein Akku ist noch, E-Auto noch. Also da ist, ich würde es bevorzugen, wenn ihr das wirklich selber macht. Ne? Gut, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das machen soll. Ich denke, euch jetzt die ganze Zeit zu zeigen oder in Schnelldurchlauf, wie ich das jetzt löte oder so, weiß ich nicht. Und so lange nebenbei quatschen, was will ich euch die ganze Zeit dabei erzählen? Keine Ahnung. Könnt ihr ja mal sagen, was ihr dazu sagt. Ob man vielleicht doch, sollte ich das vielleicht in Zukunft doch so machen, ewig lange quatschen. Das Video wird dann halt auch eine Stunde wieder lang oder so. Weil das länger wie eine Stunde wahrscheinlich dauert, das wieder hinzubiegen. Es wäre wohl einfacher, das neu zu bauen. Ne? Ich will es aber auf der Platine machen, dass er so, ja, ne? Ist halt dann auch seins und selber gebaut, ne? Ist ja fast so richtig, aber nicht ganz. Gut, ja, wenn er Labervideos, aber was will ich jetzt hier stundenlang labern zu dem Ding, ne? Das ist nicht ganz so aufregend, deswegen machen wir jetzt hier einen kleinen Schnitt. Ich hole euch vielleicht zwischendurch mal dazwischen, wenn noch was Aufregendes ist. Und ansonsten sehen wir uns dann beim Test. Bin gerade drüber, ich habe die ganze Platine jetzt mal alles abgelötet, alle Punkte geöffnet und alle Drähte nach oben gelegt, dass ich es komplett neu vertragen kann. Ich messe jetzt mal noch die Transistoren durch. Das Relais habe ich mal ausgelötet und da ist mir was aufgefallen. Das will ich euch gleich mal mitgeben. Und zwar seht ihr hier schon zwei kleine Brandlöcher, sage ich mal, auch auf der Rückseite hier ein beschädigtes Pad hier oben. Und die Beine von dem Relais sind stark verbogen, um die an die Platine hier, an das Rastermaß der Platine anzugleichen. Das Problem ist, dass an der Stelle der Übergang hier war nur noch Lötzinn und über eine Spitze. Also da würde ich euch empfehlen, auch an meinen Kollegen, liebe Grüße. Hier musst du natürlich schon für Kontakt sorgen, ne? Dass hier keine Übergangswiderstände, extreme Übergangswiderstände entstehen und es eben dann hier zu Wärme kommt, ne? Mein Gott, bei der Schaltung hier ist jetzt nur, ich glaube, 20 Watt Solarmodul so hier ran. Da geht das, aber also optimal ist das nicht. Ich mache das jetzt so,
ich bohre jetzt hier nochmal ein extra Loch rein. Ich habe den einen Pin jetzt hier schon gerade gebogen, damit ich da ein bisschen mehr Fleisch habe. Der andere passt, ist auch nicht optimal. Vielleicht sieht man es hier, dass das Loch ist zwischen den zwei Pins, das schwarze. Das müssen wir hier. Hier oben, ne? Ist nicht ganz so optimal. Ich bohre da jetzt mal ein kleines Löschle rein, mach den, löt das Relais wieder rein, guck noch mal, ob es funktioniert. Das können wir ja schnell mal zusammen machen. Einfach nur mal gucken, ob es noch schaltet. Hört ihr das? Okay, Relais funktioniert auf jeden Fall mal noch, dann haben wir das gleich mal getestet. Gut, die Kontakte muss ich noch testen. Das mache ich aber offline, das ist nicht ganz so interessant. Gut, bis später. So, Männers, ich habe jetzt mal ein bisschen geguckt. Eine Sicherung war noch kaputt. Die habe ich gewechselt. Ja, war so wie vermutet. Ich denke mal, der Fehler war vielleicht einfach nur, dass die beiden Transistoren hier in der Schaltung vertauscht waren. Ich habe jetzt mal die... den ersten Teil der Ansteuerung umgelötet. Also das Body arbeitet jetzt mit den zwei Transistoren und dem Relais. Ja, erstmal nur, dass es grundlegend geht. Die Schutzdiode fürs Relais muss noch rein. Also es ist noch, fehlt einiges. Und es ist aber jetzt so, ich habe 12 Volt angelegt, ungefähr. Hört das? Es ist gerade Calvin hier halb nackt im Bild rumgerannt, ne? Scheiße. Calvin! Ja, auf jeden Fall, Schaltung funktioniert und ja, jetzt würde ich mal sagen, ich mache mal weiter. Wobei bei dem Relais, wir sind jetzt hier bei 30 mA, eventuell wäre das sogar schlau, hier noch einen Vorwiderstand mit reinzumachen, weiß ich aber jetzt nicht. Das wäre vielleicht auch mal noch eine Optimierung, vielleicht geht es aber auch nicht. Also die Einschaltmoment vom Relais kann ich jetzt schon mal einstellen. 10 nackte Männer. Auf jeden Fall, ja. Und jetzt mache ich mal das Relais. Aber jetzt sieht es nur 20 mA. Ich glaube, das Relais hängt oder was? Das ist das Body. Na guck mal, das Body. Das sind 17 mA. Gut, 20. Wie gesagt, können wir das Relais vielleicht noch pimpen. Ich habe jetzt die 10er-Dioden. Ja, da ist in dem Schaltplan auch, beziehungsweise in der Liste, was mein Kollege mir mitgegeben hat, ist eine 12 Volt 10er-Diode drin. Das funktioniert auf gar keinen Fall. Weil wir haben ja nur 12 Volt. Ne? Wenn 12 Volt abfallen, bleibt halt nichts mehr übrig. Ne? Ja gut, wie gesagt, ich kämpfe mich mal weiter durch. Oh, schon einige Zeit jetzt auf dem Buckel. Das hat ein Stück gedauert. Jetzt klemme ich das Body erstmal noch an, mache die Diode über das Relais drüber. Die meisten Widerstände kann ich benutzen, die Dioden hier werde ich wahrscheinlich nicht brauchen. Ich lasse jetzt aber drauf, kann er dann selber mal auslöten oder so. Und die zwei muss ich vielleicht noch abstimmen, deswegen habe ich die jetzt mal hier mit Krokoklemmen gemacht, dass ich im Notfall das noch ändern kann. Ich habe jetzt eine 1,4 Volt und eine 7,8, gemessen an DC einfach mit Multimeter. Das sind keine richtigen Angaben, ne? Weil so richtig, naja doch, es passt. Ja, so grob wären 8, 9,2 Volt. Ja, so grob. Den Rest macht der Spannungsteiler vom Potti. Ne, das haut sogar grob hin. Dann ist mir noch was aufgefallen. In der Beschreibung, also auf dem Schaltplan, den mein Kollege gemalt hat, ich mal das euch jetzt mal ein. So, in der Schaltung haben wir den BC547, ich tue das immer so mit als ein D, das von oben sieht er ja aus wie ein D. Und jetzt kommt es halt drauf an, wenn ihr aus dem Internet euch die Beschreibung raussucht von dem, oder die Belegung besser gesagt, ist natürlich darauf zu achten, wie rum schaust du drauf. Also der Fehler war bei dem PNP, war die Belegung auch falsch. Also Emitter und Kollektor, ne, ist ja egal, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war die Belegung falsch. Also da müsst ihr natürlich dringend darauf achten, dass die Belegung richtig ist. Und ja, kleiner Tipp, ich mache das jetzt halt Stück für Stück. Ne? Vielleicht nicht gleich die ganze Schaltung zusammenbauen und hoffen, das funktioniert irgendwie, sondern wirklich Stück für Stück erstmal den NPN verschalten, dann damit den PNP und mit dem Vorwiderstand, also mit dem Spannungsteiler vom NPN, können wir dann den Schaltpunkt vom PNP einstellen,
Relais ran und den Rest erstmal lassen. Ne? Die Abschaltung kommt jetzt. Ja, das mache ich jetzt natürlich wieder off-cam, weil das dauert einfach zu lange. Und ja, wie gesagt, ich denke, das ist zu langweilig, da einen Zeitraffer euch zu zeigen oder so. Bis später. Ich habe jetzt meine Autobatterie besorgt. Habe das Labornetzteil oft die Autobatterie geklemmt, um jetzt erstmal zu simulieren, dass die Spannung steigt. Also die, ich habe jetzt keine Sicherung eingebaut, die Diode hier, also der Ausgang ist jetzt noch nicht angeklemmt, aber theoretisch alles am Eingang. Ich habe den Strom von der Batterie überwache ich, den Strom vom Labornetz überwache ich und die Spannung von der Batterie. Wenn es einschaltet, funktioniert es jetzt schon mal. Okay, naja, funktioniert erstmal. Ich werde jetzt mal gucken, wie das Relais, ich habe glaube ich an und aus, wie das Relais richtig verschalten ist. Ich mach mal aus. Und ja, ich muss es halt quasi nur noch wissen, ob es ein Anschalter ist oder ein Ausschalter. Aber ich denke, dass wenn an ist, naja, das überlege ich mir noch mal kurz und klemme den Ausgang jetzt mal noch an. So funktioniert es erstmal alles. Ich kann an allen beiden Potties ein bisschen rumspielen. Operation fast abgeschlossen. Sind jetzt hier hinten ein paar Kabel geworden. Aber naja, ich müsste halt einiges umändern. Ich habe noch ein paar kleine Verbesserungen gemacht. Ich wollte euch nur mal zeigen, ich habe auch ein paar alte Kabel wiederverwendet. Ich musste nicht so viel. 3 sind übrig geblieben. Guckt mal. Nee, 4. Warte, hier ist noch eins. Da habe ich ja neue genommen, gleich ging schneller, war einfacher, also oh, gebrauchte, keine neuen. Und ich dachte mir, wir machen das mal ein bisschen übersichtlicher, dass wir hier die Batterie haben, eine Eingangsklemme und PV, fürs PV-Modul eine Klemme. Eingestellt ist er jetzt 14.3, 12.7, also das Body auf 14.3 und das auf 12.7. Ich muss jetzt noch die LED anlöten. Mit der Sicherung hier, sonst ist alles schon angeklemmt, müsste auch alles funktionieren. Weil das teste ich jetzt noch mal kurz und klemme jetzt noch die LED an und dann können wir einen Abschlusstest machen und dann ist es vollbracht. So, es ist vollbracht. Ich bin fertig. Hier noch nicht ganz, die Minusleitung muss ich noch anlöten, aber huch. Ihr seht, LED leuchtet grün. Wir haben 12,9 Volt auf der Batterie. Ja, jetzt testen wir die ganze Angelegenheit mal. Das kann ich ausschalten, das brauchen wir nicht mehr. So, und hier haben wir jetzt den Verbrauch von der Batterie. Ja, also 50 mA. Und dieses Netzteil ist mein PV-Modulersatz mit 16 Volt. Spielt jetzt aber keine Rolle, die Spannung. Das kann nur mehr sein. Das ist dieses Kabel hier an PV. Und wie gesagt, den Minus habe ich hinten verbunden. Und jetzt simulieren wir einfach mal, dass die Batteriespannung noch weiter fällt, dass der Regler quasi wieder zuschaltet. Ich klemme jetzt mal einen Verbraucher an, eine Lampe. Oh, da hat er gleich zugeschalten. Hey, das ging jetzt ein bisschen schnell. Huch, geht alles ein bisschen zu schnell. Okay, bei 13,7 hat er jetzt abgeschalten. Ja, bei 12. Gucken. 12,8 wieder ein. Ja, gut, würde ich sagen, können wir hier noch ein bisschen hochgehen. 13,8, ihr habt es gesehen. Wobei ich werde es jetzt wahrscheinlich so lassen, weil die 13,8. Auf sicher geht das so auch. Ne? Also ich könnte jetzt an dem Potty die Spannung noch einstellen, die Abschaltspannung. Also jetzt ist wie gesagt 13,8 ungefähr, 14 sowas. Reicht aber auch. Und jetzt war es fast 14. Und dieses Potty ist, wann es wieder einschaltet. Da sind wir jetzt bei 12,8. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Das werde ich jetzt mal noch ein bisschen umstellen. Dass wir es minimal runter haben. Ja, und ihr seht, wenn er jetzt gleich wieder einschaltet, kommt dann gleich wieder der Ampere. Ist ganz interessant.
Ich habe noch eine kleine Verbesserung vorgenommen. Ich habe jetzt leider den Schaltplan nicht. Auf jeden Fall einen Kondensator von Basis auf Emitter vom PNP. Ich werde das natürlich im Schaltplan nochmal korrigieren, nochmal einen korrigierten Schaltplan reinstellen. Jetzt gucken wir mal, wann er jetzt wieder einschaltet. Ich würde es gerne so bei 12,7, ne, dass die Batterie halt auch minimal 12,69. Jetzt hat er eingeschaltet. Jetzt gucken wir nochmal hier. 14. Also ganz grobe Sinn, wenn die Batterie ist ja nicht mehr ganz so toll. Ich werde wahrscheinlich hier über den Eingang noch einen Conti löten. Zum Stabilisieren ein bisschen. Und dann müssten wir auf die 14,3 kommen, die ich eingestellt habe. Also ab und 12,7 wieder an. Seht ihr jetzt gleich. Das Relais-Flattern ist auch weg durch diesen besagten Kondensator. Na komm. Zack. Na? Also haut hin. Jetzt lädt es halt hier mit 1 Ampere aus dem Netzteil da. Und wenn die 14 Volt erreicht sind, schaltet es die grüne Lampe an. Ja, funktioniert. Ja, ich mache jetzt noch den Conti rein. Der ist ein bisschen stabilisiert ist, ne, für die Kabel und so. Und das war's dann. Und den Minus, den muss ich hier noch anlöten. Ja. Ich hoffe, mein Kollege hat Spaß. Sicherungen sind natürlich auch drin. Ist alles abgesichert. PV abgesichert. Batterie abgesichert. Und selbst die kleine LED ist abgesichert. Ne? Gut. Alles klar. Super. Na, hat jetzt ein paar Stunden gedauert. Aber ja, ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ich hoffe, der Kollege freut sich. Hat sich schon gefreut. Hat geschrieben, oh cool, dass du dich reingesetzt hast. Ja, funktioniert. Habt ihr es gesehen? Schön. So, ich habe es noch ein bisschen runtergedreht. Ich hoffe mal, dass wir so bei 12,7 ungefähr rauskommen. Ja, machen wir uns mal kurz gedulden noch. Ich muss es jetzt eben mal halt auf Video an. Ich habe mal versucht zu bescheißen, ein bisschen schneller zu machen mit einer Lampe. Nein, jetzt habe ich nicht geguckt. 12,7,8 oder was? 12,7,7? Hey, jetzt schaltet er sofort durch. Jetzt spinnt's Relais. Hä? Ja, als wenn die Sicherung kaputt ist. Sicherung kaputt. Ist nur 1 Ampere Sicherung. So sieht man es gar nicht. Ist auf jeden Fall Schrott. Ja, die kann ich gleich bekommen. Oh, machen wir mal eine, ja, keine Ahnung, scheiße, was sind da? 20, ja, 2 Ampere mischt man schon. Ich mache mal eine 2 Ampere Sicherung rein, dann müsste es gehen. So, LED ist aus, ihr seht es, der Start. 13,4 drastisch steigen, wir laden mit 1,4 Ampere, war tatsächlich nur die Sicherung. Hatte ich eine zu kleine reingemacht. So, und jetzt gucken wir mal. Huch, bin ich ans Kabel gekommen. Das lädt natürlich wieder so langsam, so unfassbar. Aber das nützt ja nicht. Immer muss ich ja gucken. Aber mit 1 Ampere noch. Eigentlich müsste es schneller gehen. Jetzt warte ich aber. Die LED mache ich jetzt nicht ab. Komm, komm, komm. 14, was hat er denn vor uns? Bei 14 irgendwas schon, ne? Und ich denke, die wieder einschalten muss ich, glaube ich, auch noch ein bisschen runternehmen. Ich denke, die 14 hier, 14,1, das wird auch schon reichen. Ist wie gesagt nur ein 20 Watt Modul. Ich werde meinen Kumpel auch empfehlen, ab und zu mal, was weiß ich, alle drei, sagen wir mal zweimal im Jahr, alle halbe Jahre, diesen Akku mal extern, am besten mit dem Ladefix zu laden, mal auf 15 Volt oder so, dass die Zellen sich ausgleichen können. Auf jeden Fall 14,5, ne? Ja, moin, jetzt dauert das wieder so lange. Na gut, sind halbwegs realistische Bedingungen jetzt. 14,2. Das müsste eigentlich gleich umschalten. Ja, moin, jetzt steigt's nicht mehr, oder was? Ich raste doch aus. Hey, wieso muss das jetzt so lange dauern? Jetzt schalte doch ein, du Lümmel. Ab, nicht ein. Ja, das dauert jetzt echt noch 10 Minuten, ne? Meine Fresse, ey. So, ich habe jetzt noch eine Lampe angemacht, dass es ein bisschen schneller geht.
Ich hoffe mal, ich krieg's jetzt hin. Boah, jetzt schalt doch ein. Wobei 12, 7 fair. 12, 7 wäre. 12, 7, 3. Jetzt hat er eingeschalten. So, jetzt gucken wir. Jetzt mache ich die eine LED schon mal ab und die andere, glaube ich, dass es einfach schneller geht. So, jetzt müssen wir mal kurz warten. Hey, jetzt hat er schon eingeschalten. Hey, wieso so früh? Och, ey, das gibt's doch nicht, Mensch. Ich will doch bloß das schnell zeigen. Das sind die Kabel ab. Zack, an. Ich hoffe mal, es reicht jetzt. Alter! 14.07 circa. Ich glaube, jetzt haut's hin. 12.88 und 14. Könnte man noch die zurück einschalten, wieder ein bisschen runternehmen. Dass er ein bisschen später einschalten. Also 12.7 wäre halt gut, ne, für so einen kleinen Akku. Gib schon mal noch ein Mühe. 12.8. Vor uns hat nur 12.7.8. 12.7 wäre gut. Und 12.6.9 wäre gut. Auch jetzt komm, jetzt schalt doch ein. Das ist ja schrecklich, das Abstimmen. Das ist wirklich schrecklich. Mal gucken, wie hoch er jetzt geht und eben mal noch den 14 zerquetschte. Jetzt müssen wir noch mal gucken, wann er ausgeht. Wieder Solar PV-Modul wieder zuschaltet. Weil dann ist die Schaltung auch entlastet und zieht nichts mehr. Na, also wenn es jetzt abends werden würde. Jawohl, jetzt wenn es nie abends wird. Jetzt schalt halt ein, komm. 12.6. Genau, ne? Also das PV ist irgendwann vorbei. Also jetzt lädt das PV. Er schaltet ab, weil voll ist. Und jetzt wird er ja die ganze Nacht Strom brauchen. Macht er nicht. Weil sobald, wartet mal, jetzt kann ich das PV mal abmachen. Simulationsmäßig. Sobald die Spannung jetzt unter einen gewissen Wert fällt, schaltet. Also unter die 12 Dings schaltet der sich selber ab. Ne, quasi über Nacht zieht das Ding gar nicht. Zack, aus. 0,000. Ne? Also es ist ein kleiner Moment, wenn die Batterie voll geladen wurde von dem PV-Modul. Dann braucht das Ding 50 mA. Wenn ihr aber dann irgendwas an die Batterie anschließt, eine Lampe oder irgendwas, habt ihr ja gesehen, hier ein paar Sekunden fällt es dann auf. 12, 9, 12, 13 ist Ruhe. Und wenn ihr auf 12, 6 seid, ja, dann ist es auf jeden Fall. Er hat keine AGM, ne? Ist eine Flüssigbatterie. Da sind die Werte so in Ordnung. Würde ich jetzt mal so weitergeben. Ne? Wie gesagt, mit dem Hinweis aber bitte zweimal im Jahr mindestens extern auf 14,5 bringen. Besser noch ein bisschen mehr. Ne? Gut. Funktioniert alles. Wie ihr seht, verbraucht auch nicht. Wenn es was verbraucht, ist es PV-Energie, die in den Akku reingeladen wurde und das auch nur ein kurzes Stück, weil wenn da ein Wechselrichter oder irgendwas dran ist, fällt die Spannung ja dann, nachdem es PV aus ist. Supi, funktioniert alles. Ich bin glücklich. Ja. Tschüssi.